ganzen Gebäude verteilt. Und was jetzt? Plan B. Was? Was ist denn Plan B? Das ist Plan B. Das soll Plan B sein? Hätte ja ruhig mal aufräumen können. Na dann wollen wir mal. Wohl nicht drauf gekriegt, wa? Ein bisschen zu viel, oder? Ja, okay. Genannt. Und was machen wir jetzt? Hab den Stift. Ein Stift? Ich schieß euch ein zweites Arschloch. Verstehst du? Schön mit Baller-Action, Fight-Action. Das wird richtig gut. Ciao, reagier mal. Okay. Du weißt, was ich meine, oder? Nein. Ja, halt so Fight-Action. Ja, von reagier mal. Bär, 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 bär. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist echt gut. Hast du die mitgebracht? Mhm. Ah, super. Du bist gefeuert.
Ja, aber so wie du dir das Ganze vorstellst, das wird gar nicht funktionieren. Entweder so oder gar nicht. Ah, interessant. Ich sag dir jetzt mal was, George Michael, und hör mir genau zu, weil es wird spannend. Schnapp dir Jackie Chan und Jet Li und verpiss dich von meinem Set, bevor ich dir nahe trete. Hast du mich verstanden? Hm? Spacken nicht. Und diese Jungs sollten meine neuen besten Freunde werden. Das heißt, ich bin nicht bei der Beerdigung dabei. Alexei war mein Schwager. Dieser ehrenwerte Herr hier ist mein größter Albtraum. Mein schlimmster Feind. Gabriel. Na super, wieder zwei Tage umsonst gearbeitet. Kann ich was dafür, wenn der Trottel keine Ahnung von Action hat? Weißt du, wer ihr Action macht? Ich. Ich reiß mir jeden Tag den Arsch auf, um euch die fetten Jobs klar zu machen, das fette Geld dran zu bringen. Das heißt, ich fette an dem Job war die Maskenfrau, mehr nicht. So fett wie die anderen Jobs davor, meinst du? Bullshit. Das ist übrigens Eugene. Die vier sind seit frühester Kindheit unzertrennlich. Weil Eugene aber kein begnadeter Stuntman ist wie die anderen, hat er sich zu ihrem Manager erklärt. Und das, obwohl er mit Zahlen so richtig scheiße ist. Meint er es gerade ernst? Ey, wenn Gian hier noch weiter auf Diva macht, gibt's bald gar keine Jobs mehr. Was heißt ihr denn Diva, Mann? Wir sind nun mal die Besten. Aber ihr seid keine Profis. Wenn ihr Profis wärt, würdet ihr einfach euren Arsch hinhalten und gut ist. Bro, sind wir Nutten? Sehe ich aus dem Zuhälter? Nutten bekommen wenigstens Geld. Du mit deinem Geld, am Anfang bekommt man halt weniger. Anfang wie am Anfang? Wir sind seit 6 Jahren am Anfang. Jungs, wir sollten echt mal langsam klarkommen. So geht das nicht weiter. Außerdem wollte ich euch noch was sagen. Hi, Baby. Way, doch, ich komme gleich nach Hause. Da mache ich uns was zu essen. Mua. Sorry, guys. Komm, warte, ich helfe dir bei der Suppe. Was suchst du? Deine Eier, du Vogel! Witzig! Komm schon, der war nicht schlecht. Komm, was wolltest du noch sagen, Mann? Scheiß drauf. Was ist denn mit ihm los in letzter Zeit? Keine Ahnung, Mann. Oh, fuck, schon so spät? Ich muss ins Büro. Shit. Die Dame hat von allen Figuren die größte Bewegungsfreiheit. Sie kann entweder gerade gehen oder diagonal. Doch die Dame muss sich für einen dieser Wege entscheiden. Verlässt sie den gewählten Weg, wird sie unberechenbar und für den König nutzlos. Wir wagen es da.
Schatz. Nein. Ich glaube, ich höre einen Herzschlag. Das ist meine, du Dummi. Echt? Ja. So laut? Ja. Wo ist die Krankheit? Ich bin die Medizin. Wo ist die Krankheit? Ich bin die Medizin. Efendim. Köprü indir. Yemek yiyeceğiz dedim sana. Tamam anne götürürüm. Hadi hemen indireceksin. Tamam. Yoksa yine aynı onun önünde artistlik mi yapıyorsun? Was? Hiç de o nicht. Selbstverständlich haben wir auch diese Zeit. Und glauben Sie mir, Sie bekommen die Besten für diesen Job. Ja. Wir sind am Morgen um, sagen wir, 14 Uhr bei Ihnen? Genau. Alles klar, ja. Der Hausflur muss geputzt werden. Kein Problem. Und denken Sie daran, wir räumen auf. Ciao. Fischern Sie morgen 14 Uhr. Mach den Job anständig. Wie gehst du alleine hin, oder was? Real Deal Action Design, Sie sprechen mit Eugene? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, das ist richtig. Ja. Ich habe die besten Stunt-Leute der Stadt unter Vertrag, genau. Zum kleinsten Preis. Sie wissen es schon. Ja, heute noch. Okay? Moment, Moment, ich notiere. Okay. Nee, nee, wir werden da sein. Genau. Alles klar, danke. Ciao. Nice. Privatgespräche während der Arbeitszeit. Gebt Abzug. Wie gibt Abzug? Wenn ich Pause mache, gebt Abzug. Wenn ich pissen muss, gebt Abzug. Gibt's hier irgendetwas, wo es keinen Abzug gibt? Wenn du keinen Bock hast. Ich finde jederzeit einen neuen Idioten. Yo, Bro. Yo, Chill, was geht ab, Mann? Yo. Yo, ey. Mann, ich komm gleich, Mann. Alles gut? Ja, Mann, alles gut bei dir? Ey, Chill, ich hab ein krasses Casting reinbekommen. Echt? Ja, Mann, kein Spaß. Lass mal später treffen. Na dann, bis später. Bis später. Chill! Hast du ja das ganz Große losgezogen. Babysitter spielen für Cop. Wieso Babysitter? So ein alter Hase. Ich hab Pech gehabt. Pech? Cop ist unfähig. Schon seit Jahren ist er hinter diesem Gabriel hier und baut sich da einen Riesenfall auf. Dann stellt sich raus, dass wichtige Akten fehlen und das Verfahren deswegen eingestellt werden muss. Ihr zerreißt euch da drüben ja ganz schön das Maul. Aber du weißt schon, warum er hierher versetzt wurde, oder? Er hat seinen alten Partner über den Haufen geschossen. Zwischen ihm und einem Verdächtigen.
Bam, bam, bam. 3 Schüsse in den Oberschenkel. Ohne mit der Wimper zu zucken. Kennst du seinen Spitznamen? Robocop. Na und? Wie, na und? Den Verdächtigen hat er vielleicht einkassiert, aber sein Partner kriegt jetzt Invalidenrente. Der Typ hat echt einen Knacks. Pass auf, dass er dich nicht mit in die Scheiße reitet. Man sieht sich. Zusammen arbeiten müssen. Wenn wir uns den Eiertanz gleich sparen, wenn du irgendwas wissen willst, frag mich ruhig. Dieser Typ, der mir gleich meine absolute Lieblingsfrage stellen würde, sollte mein neuer Partner sein. Schulz. Stimmt es, was Plöger sagt? Dass du deinen Partner über den Haufen geschossen hast? Wenn wir zwei in eine ähnliche Situation kommen, zeige ich dir, wie es gelaufen ist. Jungs, um 16 Uhr wird sich euer Leben verändern. Dann, du und dein Döner, das nächste Mal gehen wir asiatisch essen. Diesen Nudelfraß kriege ich doch nicht runter, weißt du? Bro, ist gesünder. Viel Gemüse, Fisch, mageres Fleisch. Und was laberst du da? Ist im Döner kein Gemüse drin, ist doch auch gesund. Okay, Jungs, time out. Sind wir hier, um ein Rezept auszutauschen? Soll ich euch Idioten lieber eine Kochschokolade machen oder was? Was gibt's überhaupt so Dringendes? Jungs, ich habe euch ein richtiges Top-Casting besorgt. Shit, hört ihr? Jetzt gibt's mal ein richtiges Top-Casting. Schau, hör doch erst mal hin. Ist für so einen deutschen Actionfilm, okay? Hast du überhaupt Geld? Jungs, das ist eher so ein Low-Budget-Ding, okay? Ach, du Scheiße. Komm schon mal, was glaubt ihr? Denkt ihr, ich zieh mir die krassesten Job aus dem Arsch oder was? Meint ihr das gerade ernst? Schreibt er wieder mit seiner Lady? Mann, ich muss noch nach Hause, ich muss noch einkaufen. Shit, wer soll das alles fressen? Alter, tust du eine auf Hausfrau, oder was? Solange Ulla die Kohle nach Hause bringt, kann ich noch einkaufen gehen. Was lachst du denn, bist du dumm? Wer wohnt denn noch bei Mutti zu Hause und lässt sich seine Unterhosen bügeln? Genau. Okay, Jungs, wie sieht's mit dem Casting aus? Eugene, wenn das Casting so geil ist, bin ich dabei. King! Läuft. Jungs, ich bin raus. Ich kann das nicht mehr machen. Wie, du bist raus? Wie viele Castings wollt ihr denn noch machen? Ich meine, wie lange sind wir schon dabei und was haben wir bis jetzt erreicht? Für mich ist es langsam vorbei. Ey, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und deine Stallone-Sprüche sind auch bald vorbei. Tja, Bro, ich verstehe dich. Lass uns dieses eine Mal noch durchziehen. Dieses eine Mal noch. Komm schon, Alter. Komm schon, Mann. Ja, komm schon, tja. Komm schon, 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 komm schon. Ist ja gut. Okay, okay. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, nur noch dieses eine Mal. Ei, wir treffen uns in einer Stunde, oder was? Bin dabei. Läuft. Und wisst ihr was? Ich hab eine miese Idee. Klingt gut. Gerade ernst? Wollt ihr zu dem Kostümball oder was? Was heißt hier Kostümball, Alter? Bruce Lee? Marty McFly! Oh, Bratty! Ja, genau. Wir haben auch was für dich. Scheiße, Mann, ich zieh dich scheiße nicht an. Komm schon, Mann, wir sitzen alle im gleichen Boot. Bruder, vergiss es. Eugene, du bist doch einer von uns. Du hältst jetzt schön die Schnauze und ziehst die Jacke an. We'll be right back.
Klasse. Geile Location. Wird wieder ein Bombenjob. Hey, hey, hey. Nicht schlapp machen, Bonnie. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich hab dir doch schon alles gesagt, was ich weiß. Wenn du mich anlügst, du kleines, dreckiges Miststück, dann bekommt Gabriel dich in hauchdünnen Scheibchen zurück. Wie einen beschissenen Serrano-Schinken. Jungs, wir müssen jetzt mies Eindruck schicken. Oh, Kacke, Mann. Chill doch mal. Vertrau mir, Alter. Diesmal keine Alleingänge. Okay, was hast du vor, Mann? Wir sind die Krankheit, ihr seid die... Shit, sorry. Ganz kurz. Ihr seid die Krankheit, wir die Medizin. Yeah. Yo, wir sind Real Deal Action Design und wir haben uns für einen Termin. Nice. Echt coole Location, ne? Oh shit, shit, Jungs. Shit. Was soll man groß über diesen Typen sagen? Schmalspur nur. Größenwahnsinnig. Und ein mächtiges Ding an der Glocke. Und ziemlich skrupellos. Hey! Schnauze! Hat Gabriel euch geschickt? Wer? Casting. Na Glückwunsch, dann könnt ihr ja gleich Leichen spielen. Da seid ihr Schwachköpfe wohl im falschen Film gelandet. Jetzt kommt der Abspann. Mach sie kalt. Nein, warte. Bitte komm mal her. Okay, hier wäre dann Neues Ufer 96. Eine sehr verlockende Zahl. Sie hat jedoch fast nichts mit der 96 zu tun, außer, nun ja, Eugene und die Zahlen eben. Eugene, was du machst? Schön, was drauf zu haben. Warum sollen wir das nicht nutzen? Warum die Finger dreckig machen? Und was ist, wenn diese Schlampe uns angelogen hat? Da kommt Gabriel, mach uns alle fertig. Lass uns clever sein. Gut. Also passt mal auf, ihr Spaßvögel. Diese Tussi hier, die so zuckersüß rumfliegt, das ist Gabriels Frau. Die hat uns gerade was Hochinteressantes erzählt. Ich bin Gabriel. Schnauze! Ist der Penner keine Zeitung? Die Hackfresse ist gerade auf jeder Titelseite. Er hält sich für den verdammten Tony Montana von Berlin. Dieser Gabriel hat einen Safe voll mit geilem Scheiß. Und genau diesen Scheiß wollen wir haben. Oh ja. Gabriel und sein geiler Scheiß. 20 verdammte Jahre hatte ich versucht, diesen Typen einzulochen. Und 20 Jahre hatte mich dieser geile Scheiß davon abgehalten. In seinem Safe befand sich nämlich ein ganzes Archiv an kompromittierenden Unterlagen, mit dem er seine sogenannten Geschäftspartner fest im Griff hatte. Banker, Industrielle, Politiker, Staatsanwälte und so weiter. Und ob er sie nun kaufte oder erpresste, alles wanderte schön in diesem Safe. Und diejenigen, die sein Spiel nicht mitspielen wollten, nun ja. Eines war jedenfalls klar. Der Safe würde jedem zu einer großen Macht verhelfen.
Aber auch wenn niemand von dem Safe wusste, hatte Gabriel ihn nicht einfach zu Hause im Schlafzimmer versteckt, sondern an einem geheimen Ort, irgendwo in der Stadt. Allerdings sollten seine Frau Victoria oder sein Bruder Alexei ihm im Falle einer Verhaftung helfen können, und dazu brauchten sie Zugang zum Archiv. Da dieser paranoide Bastard aber nicht mal ihnen das Versteck verraten wollte, hatte er sich ein System ausgedacht. Er verteilte die Koordinaten und die Safe-Kombination auf mehrere geheime Orte, die unter seiner Kontrolle standen. Um den Safe zu finden, musste man sich also von einem Hinweis zum nächsten durchschlagen. Seiner Frau und seinem Bruder hatte er nur verraten, wo sich der erste Hinweis befand. Auf diese Weise hatte er für den Notfall vorgesorgt und außerdem sichergestellt, dass niemand auch nur in die Nähe des Safes gelangen konnte, ohne dass er es sofort erfahren würde. Wollt ihr wissen, was das mit euch zu tun hat? Eigentlich nicht. Schnauze. Ihr werdet diesen Scheiß für mich finden. Wir werden einen Scheiß für dich finden. Halt deine Schnauze. Du bist Vater? Das wollte ich euch schon die ganze Zeit sagen. Fuck. Und dramatischerweise werden wir genau ihn hier behalten. Ihr macht den verdammten Job, dann bekommt ihr euren Papa zurück. Geiler Deal, hm? Wenn unser kleines, dreckiges Miststück hier eine Scheiße erzählt hat, dann gibt's irgendwo in der Stadt 4 Stationen. An jeder dieser Stationen ist ein Teil der Safe-Kombination und ein Hinweis auf die nächste Station versteckt. Wie bei einer beschissenen Schnitzeljagd. Auf dem Zettel da stehen ein paar Zahlen. Nennt man Koordinaten. Faszinierende Sache. Das da ist Station Nummer 1. Woher wissen wir, dass du uns nicht verarschst? Schätzchen, das Risiko, das werdet ihr wohl eingehen müssen. Alter, wie... Halt deine verdammte Schnauze! Ihr habt bis morgen früh 8 Uhr Zeit. Wenn ihr es bis dahin nicht schafft, fängt deine Kugel. Wenn ihr mit den Bullen quatscht, fängt deine Kugel. Und wenn ihr mir noch ein einziges Mal mit eurem dämlichen Gelaber auf den Sack geht, fängt deine Kugel. Los! Großer, an deiner Stelle würde ich das lieber lassen. Was willst du denn machen? Das willst du nicht wissen. Hört auf mit dem Scheiß! Verpisst euch endlich! Okay. Komm schon, Chan, nur noch dies eine Mal noch. Armer Casting, Jungs, ich hoffe, ihr seid zufrieden. Was sollen wir jetzt machen? Das ist für eine Frage, natürlich gehen wir zu den Bullen, was sonst? Sag mal, habt ihr nicht zugehört? Wenn wir das tun, ist von Dranemann. Hast du eine bessere Idee, Cobretti? Wir tun, was wir tun müssen und bringen die Sache schnell über die Bühne. Hallo, McFly, ist jemand zu Hause? Das ist ein scheiß Gangster, Mann, den kannst du doch nicht trauen. Haben wir eine andere Wahl? Alter, wenn du glaubst, ich riskiere Fongs Leben, nur damit du Rambo spielen kannst, dann bist du schief gewickelt. Ist doch kein Film, Mann, wach nicht auf. Was denn für ein Film? Wo ist eigentlich dieser Versager Boris? Mach dich zur Abwechslung mal nützlich, du Lappen. Du behältst die Jungs draußen im Auge, damit die keinen Blödsinn bauen. Jan hat recht, Mann. Die behalten es bestimmt irgendwie im Auge. Und wenn wir nicht das tun, was sie sagen, dann können wir von gleich selbst die Kugel verpassen. Sag ich doch die ganze Zeit. Jungs, glaub mir. Wir machen hier den größten Fehler unseres Lebens. Als erstes brauchen wir ein Auto. Damit sparen wir Zeit. Du willst eins herbekommen? Willst du etwa eins klauen? War doch easy. Komm schon, Bro, komm schon. Na, geil. Oh, Eugene.
Wenn du irgendwann mal losfahren wolltest, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Gelaufen. Ihr wisst, dass der die Bullen rufen wird? Also folgendes. Wir besorgen uns schnell die Infos und fertig ist. Ist doch nur ein Botengang. Botengang? Fahren wir jetzt eine Pizza aus, oder was? Hab ich vielleicht die Hausnummern vertauscht? Jungs, ganz ruhig. Wo müssen wir was hin? Das ist ein Café in Kreuzberg. Steht da sonst noch was drauf? Ja, die Informationen sind eingraviert im Griff eines Dolches? Was ist denn ein Club, Mann? Das soll Club heißen, Mann. Wir wollen halt ein bisschen unter sich bleiben. Jungs, ich gehe jetzt da rein, mach ein bisschen einen auf Bruder und dann ist gut. Vertrauen wir. Was denn? Du verstehst dich wohl nicht so gut mit deinen Brüdern, wa? Jungs. Lass deinen Manager das machen. Du willst da rein? Kannst du reingehen und einen auf Schwester machen. Schau zu und lernt. Yo. Was willst du hier, du Vogel? Scheint zu laufen, wa? So eine Stelle hat er sich noch nicht eingefangen. Der Typ, der gerade hier drin war, der hat gerade erzählt, dass ihr die fettesten, hässlichsten Hurensöhne seid. Warte. Das ist nicht alles. Das Krasseste kommt noch. Der Chink daneben, der meint, der hat all eure Mütter gefickt. Deine? Vielleicht ist er doch nicht so ein beschissener Manager. Deine? Sag ich doch die ganze Zeit. Deine nicht, aber deine dafür zweimal. Tja, weißt du was? Ich hab immer an ihn geglaubt. Ihr seid tot, ihr Bastarde! Sie töten dich ganz ohne Grund. Und willst du fliehen, dann hau hier nicht aus. Man kommt gleich hinein, doch meist gar nicht raus. Knochen, die brechen, wir leben doch, die Kunst. Scheiß Manager, Geheimnisse Schnauze und renn. Jeder im Siege, auch an das Limit. Junge, pass auf, wo du klingelst. Renn um dein Leben, als wäre der Name gekommen, komm. Kennen keine Regeln, wir kommen mit der Pom-Pom. Bringe die Action, wie Barack Obama. Plan B, nicht nur Jamaikaners, aber so Pom-Pom. Hab die Connection, Killer aus Stripclubs. Gib mal besser Gummi, Fickschutz. BLM ist Kantan, Tritte wie Van Damme. Es fliegen wie Handkant, von hier bis nach Hankan. Lauf, lauf, versteck dich und lauf. Verdier das Spiel, kein Geld, keine Liebe. Lauf, lauf, versteck dich und lauf. Der Deal ist real, also renn, Junge, beat it. Lauf, lauf, versteck dich und lauf. Wärst du Boss, hartes Game. Lauf, lauf, versteck dich und lauf. Der letzte Ausweg, der Plan ist B. Was ist denn los, Mann? Warum laufen wir überhaupt weg? Alter, mach jetzt keinen Scheiß. Komm zurück. Put. Jungs, macht einen Abgang. An deiner Stelle wäre ich nicht so frech, du kleiner Wichser. Sonster Hundesohn, schnappt ihn euch! Fuck!
Busch rüber, ich fahr jetzt. Chill doch mal, was mit dir los? Was zum Geier hast du denn erzählt? Nix, Mann. Was soll ich erzählen? Komm. Ja, alles klar. Was passiert? Es gibt Arbeit. Kreuzberg. Hey, jetzt wart doch mal! Ja, was? Alles klar. Du hast Glück, deine Jungs kommen voran. Danke für den Anruf. Ich dachte mir, dass dich das vielleicht interessiert. Dass dich was interessiert? Das Café gehört Gabriel. Mein Nachbar hat eine Schlägerei mit dem Typen aus dem Laden hier gemeldet. Zwei haben nicht viel gesehen und die da drin sind etwas maulfaul. Wieso eigentlich Gabriel von all dem keinen Wind bekam? Der war in der Zwischenzeit mit anderen beschäftigt. Sein Bruder Alexei hatte nämlich eine mysteriöse Begegnung mit dem Sensenmann hinter sich. Also spendierte Gabriel ihm nun eine dauerhafte 1,5 Quadratmeter Bleibe 6 Fuß unter der Erde. Und da Frauen bei Gangsterbestattungen ungefähr so erwünscht sind wie bei einer Papstwahl, bekam Gabriel auch nichts von der Entführung seiner Frau Victoria mit. Ja. 3 Typen, sagst du? Du lässt dich also von 3 Typen fertig machen, ihr Nieten, ja? Ja, und? Was wollten die? Weißt du nicht? Dann sag ich dir mal, was ich weiß, ja? Wenn Gabriel von der Scheiße erfährt, dann wird er euch den Arsch bis zum Hinterkopf aufreißen, ist aber klar. Und ohne es zu wissen, traf Leonid in diesem Augenblick eine sehr dumme Entscheidung. Ja? Er hat ein Glück, er hatte keine Zeit dafür, so einen Scheiß. Scheiße. Da drüben also, ja? Interessant. Und da war aber jemand richtig in Form. Jemand, der mit Gabriel noch eine Rechnung offen hat. Dir ist schon klar, dass man dir die Hölle heiß macht, wenn du von Gabriel nicht ablässt. Und mir übrigens auch. Aber was mich wundert, welche hirnverbrannten Idioten legen sich allen Ernstes mit Gabriel an? Lief doch gut, oder? Was lief denn daran gut? Jetzt müssen wir uns auch noch rumprügeln. Lebe für nichts oder stirb für etwas. Du entscheidest schon. Alter, spinnst du? Kannst du nicht einfach ein Foto machen? Jetzt fahren wir noch eine Spur zu Gabriel, safe durch die ganze Stadt. Teller, sicher ist sicher. Außerdem, sei mal froh, dass sie so gut vorankommen. Scheiße, ey! Oh. Alles gut, Jungs? Braucht ihr Hilfe? Kennt ihr euch mit Autos aus? Naja, schon. Lass mal schauen. Die Karre springt nicht mehr an. Oh Mann, oh Mann. Oh, ich glaube, das ist die Lichtmaschine. Wollen wir mal anschieben? Ja. Schön kräftig anschieben, die Nummer. Okay, Jungs. Bisschen schneller. Bisschen schneller. Noch ein bisschen schneller. Gib mal Gas. Mehr, mehr, mehr. Ja, ja. Ja. Das Bulle hatte ich ja eigentlich gedacht, dass ich mich irgendwann am Einsatz erwischt, aber... So langsam bekomme ich das Gefühl, dass mich das Cholesterin wohl zuerst umbringen wird. Seit wann bist du dabei? Oh, 20 Jahre.
Miese Bezahlung, kaum Zeit für die Familie. Mein Traumjob. Kenn ich. Irgendwann wachst du auf und wunderst dich schon gar nicht mehr darüber, dass du schon wieder im Büro übernachtet hast. Und was sagt Frau Kopp dazu? Frau Kopp. Du hast seit 5 Jahren wieder Dombrowski. Hatte wohl keine Lust auf einen flotten Dreier mit Gabriel. Toilette? Ist kaputt. Moment. Ich möchte nicht etwa so hier rein. Wieso denn nicht? Ein bisschen lahm mit Stil. Was soll das heißen, Mann? Hey John, ich glaube, du bleibst dann besser draußen, oder? Krawattenpflicht für jeden. Auch für deine. Tierisch auf den Sack. Damit fällst du dich auf wie ein Pimmel auf der Stirn. Lieber ein Pimmel auf der Stirn, anstatt gar kein Pimmel, du Minimaus. Hey Jungs, der nächste Hinweis ist eine Heizung. Sollen wir checken? Na, ihr beiden Süßen? Wie wär's mit einer richtig schönen Flasche Petrus? Oh nee, lass mal, ich bleib bei der Molle. Ist auch extrem langweilig hier. Ich glaube, wir sollten einen Schuh machen, oder? Den machen wir. Bleib doch noch ein bisschen. Nee, lass mal. Lass mal. Wir hauen rein. Jo, Jungs. Im Laden gibt's keine fucking Heizung. Na toll. Und jetzt? Sollen wir die Tür checken? Shit! Jan und ich gehen rein. Du gehst zur Bar und stehst mir. Genieß es. Trink gern für dich mit. Nicht schlecht. Lust auf den Wettbewerb? Warum? Sieht aus, als hätte ich gewonnen. Das ist ein Naturtalent. Ich kann so einiges mit dem Mund. Champagner. Wie? Den Schabus! Und das schon was? Nee, noch gar nichts. Fuck, ist das heiß, Mann. Kannst du mir noch kurz helfen? Du bist die Krankheit. Ich bin. Jo! Okay, ich hab's. Keiner Scheiß. Kannst du tanzen? Ob ich tanzen kann? Make me feel.
doch gesagt, hier ist keine Toilette. Sorry. Wie heißt du eigentlich? Und dann nach rechts. Musstest du sie nach ihrem Namen fragen? Na klar, siehst du nicht, wie sie aussieht? Von der Frau auf die Fresse. Ich hab doch nicht ernst gemacht. Du etwa? Nein, Mann. Wollt ihr noch mehr, ihr Wannabes? Sie sieht sauer aus. Sie sieht gut aus, wenn sie sauer ist. Anders! Einfach losfahren. Du kriegst die Krawatten raus, ihr Wichser! Mann, das ist ja so cool, Mann. Du Bastard, Alter. Verdammte Kacke! Ihr es alle, habt ihr Penner schon wieder vergessen, was nachzukaufen? Fang halt nur zur Tanke. Ach, fuck it, ich geh selber. Du kaufst dir mal diese beschissene Radlerpisse. Ey, ich muss mal pissen. Mach den Knoten rein. Ich kann dir auch hier hinpissen, wenn du willst. Du gehst mir ganz schön auf die Eier. Bring die kleine Heulsuse hier aufs Töpfchen. Na toll. Wie soll ich denn so pissen? Oder willst du ihn halten? Aber dann brauchst du schon beide Hände dafür. Ich kann nicht, wenn jemand dabei zuschaut. Was? Ich kann nicht, wenn jemand dabei zuschaut. Da gibt's doch nichts zu gucken. Willst du mich verarschen? Ich guck auf deinen Pimmel oder was? Versuch mich nicht zu ficken, du Arsch! Du Wichser, ich krieg dich! Und wenn ich dich kriege, ich werde so lange ficken, bis du mich nicht so willst! Da!
Stopp! Hey! Danke, dass Sie anhalten. Sie werden mir nicht glauben, was mir passiert ist. Ich glaube, die Geschichte kenne ich schon. Und das Ende ist ziemlich beschissen. Scheiße! Ich hasse diese Drecksköter, ey! Wieso? Bringen wir auch Glück? Vielleicht brechen für dich jetzt mal gute Zeiten an. Sehr witzig. Sag mal, wärst du auch einer von Gabriels Schuppen? Was, ist das Zufall? Oh, komm. Da versucht irgendjemand systematisch Gabriel ans Bein zu pissen. Rivale? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so dämlich sein sollte. Und dazu kommt noch? Dazu kommt noch was? Gabriel hat jede Menge Feinde. Auf allen Seiten. Trotzdem ist dieser Dreckskerl irgendwie unantastbar. Also hat er jede Menge Eier im Schraubstock. Oder hat sie gekauft. Und diese Eier sitzen jetzt überall irgendwo auf irgendwelchen Sesseln und halten ihm den Rücken frei. Auch auf unseren Sesseln. Entschuldige, willst du damit etwa sagen, dass Gabriel seine Finger bei uns mit dem Spiel hat? Was glaubst du, warum er im Fall geplatzt ist, hm? Ja. Warum ist es dann überhaupt zur Verhandlung gekommen? Als sie Gabriels Bruder wegen einer Kleinigkeit verhaftet haben, habe ich ihn mir gleich geschnappt. Ziemliches Weichei. Ganz anders als Gabriel. Naja, ich habe ihm erzählt, was sie mit hübschen Jungs wie ihm im Knast so anstellen. Und irgendwann hatte ich ihn soweit. Ich hatte ihn so weit, dass er gegen seinen eigenen Bruder aussagen wollte. Das ist Gabriels Bruder, na mal, ehrlich? Ha, wow. Naja, so eine Chance kommt wahrscheinlich nur einmal im Leben. Definition: Etwas ohne Erfolg beenden, eine Tätigkeit besonders schlecht ausführen. Gabriel nicht rechtzeitig mitteilen, dass drei Jungs seine Läden aufmischen. Es freut mich, dass wir zu einer Einigung kommen konnten. Wusstest du, dass es im Mittelalter üblich war, den Überbringer einer schlechten Nachricht zu enthaupten? Ganz schön exzessiv. Da frage ich mich doch, was sie wohl getan haben, wenn eine schlechte Nachricht auch noch zu spät überbracht wurde. Erinnere mich daran, dass ich das bei Gelegenheit mal nachschlage. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Du bist dir sicher, dass es jeweils dieselben drei Typen waren? Ja. Na gut, der schnüffelt ja auch wieder rum. Cobb. Richtiger Bluthund, der Kerl. Lass ihn einfach die Drecksarbeit machen.
Dann ist er erstmal beschäftigt. Okay. Und, Herd? Ja. So wie es aussieht, gibt es im Moment nur zwei Personen, die es mit Gabriel aufnehmen können. Gott und Superman. Das heißt, du hast keine Ahnung. Nein, Schulz. Ich habe keinen gottverfickten Schimmer. Sag mal, hast du schon mal darüber nachgedacht, mit dem Rauchen aufzuhören? Ja. Sobald Gabali im tiefsten Scheißloch dieses Drecksplaneten versenkt ist. Und dieses Scheißloch dann in einem noch tieferen Scheißloch. Ja. Die drei Typen, die er sucht. Ich weiß, wo die als nächstes aufkreuzen werden. Und wenn du bist, wirst du uns nicht verraten. Da will uns jemand unsere Unbekannten auf dem Silbertablett servieren. Na dann los. Stimmt so, ja. Ja, danke, sag mal, Jungs, ist das nicht ein bisschen spät für einen Besuch? Mensch, komm hier, nimm mir eine Karte und dann ruft er mich später an, wenn er mich braucht, ja? Was ist das für ein Besuch? Okay, der Hinweis lautet Frederik Krüger. Was soll denn das sein? Keine Ahnung. Aber der muss irgendwie hinter der Mauer sein. Ach, was ist das? Kriegen wir ihn jetzt darüber? Ich war so ein beschissener Manager. Du bist aber echt ein beschissener Manager. Okay, ab jetzt besorgen wir schon die geilsten Jobs, okay? Ja, ist okay. Wenn du jetzt leise bist, wenn du jetzt still bist, dann bleibst du auch unser Manager, okay? Okay. Ich kann nichts. Leg mich doch an meinen kleinen gelben Eiern. Schiss oder was? Das sehe ich doch nicht, Mann. Kennst du eigentlich diese Geistergeschichten? Was für scheiß Geistergeschichten? Die mit der weißen Frau im Friedhof zum Beispiel. Die Leute immer nachts in die Gräber reinzieht. Erzähl kein Quatsch. Bro, seit wann erzähl ich Quatsch? Gib's wirklich, Mann. Shit, da hinten. Oh, na da! Ich seh gar nichts mehr. Haha, wie witzig. Läuft bei dir. Oh, shit. Da, das Grab. Shit. Such mal ab. Das muss irgendwo hier sein, oder? Wie, hast du es bald? Können wir jetzt bitte gehen? Hä? Wo ist Eugene? War er nicht hier? Alter,
wie sollen wir ihn jetzt bei der Dunkelheit finden? Keine Ahnung. Dann sollen wir grinsen. Fuck, was ist das? Keine Ahnung, Mann. Aber irgendwie kommst du von da hinten. Geh mal gucken, Chad. Probier doch selber. Die wären hart. Der Typ ist die Endpussy. Ja, dann lass halt einfach wieder zur Antifa, oder? Nein. Wenn wir zu richtig harten Typen wollen, dann müssen wir zur Jungen Union. Tja, ich hab dir doch gesagt, das ist kein Quatsch, Mann. Es war die weiße Frau. War das nicht gerade ein Typ? Ey, Mann, Alter. Ja,
Lass mal bitte abhauen, Jungs, okay? Ich glaube, der stand auf dich. Gab's bei den Kelloggs lustig, oder was? Komm schon, Mann, du hast schon Knackers. Reiß dich zusammen, Mann. Jetzt doch hier mit dem Push. Na, Jungs? Spaß gehabt. Also jetzt passt mal auf, ihr Komiker. Ihr habt bei eurer Tour heute ja mächtig hingelangt. Begeisterte Fans gewonnen, aber nebenbei auch ein paar Gesetze gebrochen. Körperverletzung in 24 Fällen. Sachbeschädigung, Autodiebstahl. Oh, und das wird euren Müttern gar nicht gefallen. Ihr habt im Stripclub euren Shampoos nicht bezahlt. Also auf gut Deutsch, wir können eure Arsche festnageln. Jetzt fangt schon an zu singen. Du bist not alone. Okay. Einzelfeuer. Und jetzt mal Klartext. Was hattet ihr auf dem Friedhof zu suchen? Und was ist mit dem Stripclub? Und die Jungs in dem Café, ne? Warum habt ihr die aufgelegt? Seid ihr nur zu dritt oder gibt's noch mehr von euch? Wen arbeitet ihr? Was wisst ihr über Gabriel? Hallo. Wunder, Bruder. Du bist mies. Deine Arme sind schon gut. Du machst Fitness, oder? Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch. Ich nicht von Deutschland. Dein Bart sieht gut aus, ja? Schön geformt, sauber. Mashallah. Ich morgens aufstehen und Jan angerufen. Mein Kollege auch. Läuft wie Al Pacino hier, Schauspieler. Kennen wir nicht so gut? Verletzungen und auf. Tut weh. Sag mal, kennt ihr Dings eine Frage? Kennt ihr Starsky und Hutch? Kennt ihr die? Nick von hier. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich in letzter Zeit wahnsinnig schlecht schlafe? Ich bin ein richtiger Nachtwandler geworden. Ja, bei mir ist eh dicke Luft zu Hause. Ich muss sowieso hier schlafen. Wir haben die ganze Nachtzeit. Wir haben die ganze Nachtzeit. Ihr aber nicht. Stimmt's? Euer Kreuzzug gegen Gabriel hat heute angefangen, warum auch immer. Meine geht seit 20 Jahren. Ihr und ich, wir wollen dasselbe, oder? Okay, ich sag euch alles. Lass uns keine Zeit verlieren. Die Jungs sollen ausrücken. Oh Gott, mein Kopf, mein Kopf. Scheiße. Was sollen wir jetzt machen? Hey, Cha! Was hast du überhaupt mit denen gequatscht? Ich hab nur gesagt, wo das Casting war. Du hast was? Hast wohl gedacht, du könntest mich verarschen. Was? Wo bist du? Bei den Bullen? Und wieso rufst du jetzt erst an?
Wie, du wolltest erst warten, bis sie wieder rauskommen, du dreckige Sackratte! Ich mach dich sowas von fertig, wenn du dich noch einmal hier blicken lässt, du dreckiges Arschloch! Jungs, los, los, einpacken, wir müssen weg hier. Was machen wir mit den beiden hier? Scheiße! Eine Kugel in den Kopf und dann weg hier. Hey Boss, ich kümmere mich darum. Noch besser. Cool. Ich hab dir nur gesagt, wo das richtige Casting sein sollte. Nicht da, wo Fong ist. Hä? Was soll denn der Scheiß hier? Ha? Wer hat euch denn gerufen? Ihr verdammten Penner, raus hier! Ihr sollt mir den ganzen Boden ein! Ich hab grad frisch gewischt! Idioten! Ihr seid Penner! Was soll das bringen? Die wollen eins vielleicht noch geschafft, Fong zu retten. Da bin ich anderer Meinung. Als ich den beiden da oben irgendeinen Scheiß über Gabriel erzählt habe, wurden die ganz fickrig. Fong hat die null interessiert. Denk doch mal nach. Alle sind heiß auf diesen Safe. Ach, Eddie. Hast du dich wirklich nie gefragt, woher die ganzen Gerüchte um Gabriels Safe kamen? Hm? Meinst du, es war Zufall, dass mein neuer Partner meine Entführung vorgeschlagen hat? Ausgerechnet da, wenn Gabriel mit der Beerdigung abgelenkt ist. Du hast mich die ganze Zeit verarscht, du Wichser! Dass du auch ein paar Trottel gefunden hast, die für dich losziehen, um deine Spuren zu verwischen, hat mich, gelinde gesagt, überrascht, wenn nicht sogar beeindruckt. Aber sieh's ein, Eddie, du bist mein Trottel. Ich meine, letzten Endes kannst du nichts dafür. Dein Gehirn ist ja offenbar noch kleiner als dein Schwanz. Ich schwör dir, du Donnerfotze. Irgendwann kriege ich dich zu fassen. Und dann schneid ich dir die Titten ab und servier sie dem Troll, der deine Großmutter ausgeschissen hat. Schnauze. Was ist mit dem da? Wie wollen die an die Codes rankommen, wenn wir mit dem Dolch unterwegs sind? Okay. Wir brauchen Fong auf jeden Fall lebend. Ich glaube, den brauchen wir noch. Was jetzt? Weiter weiß ich leider auch nicht. Jungs, die ganze Zeit ging es darum, die geilsten Jobs zu machen, um das fette Geld zu bekommen. Ich weiß, was ihr drauf habt, aber jetzt geht es nicht um das Geld. Und auch nicht um Fame. Es geht darum, unserem Bruder zu helfen und wieder zusammen zu sein. Ja, das Problem ist, wir haben den vierten Teil der Kombination noch nicht. Ja, Jungs, wir sind doch eine Familie. Und außerdem, Probleme sind doch darum, sie zu lösen. Für Fong. Für Fong. Ja. Danke für die Info. Eine Finte. Die Jungs sind nicht so blöd, wie sie aussehen. Hallo.
Alles klar. Wir sind unterwegs. Entschuldige. Meine Frau macht sich immer Sorgen, wenn ich die ganze Nacht weg bin. Vielleicht kommen wir der Sache jetzt endlich mal auf den Grund. Wir schubben mal da bestimmt einen Hintereingang, oder? Sollen wir denn hier eine Buddha-Statue finden? Keine Ahnung. Suchen wir mal, wa? Lass mich das übernehmen. Oh, willst du jetzt einen auf Buddha machen, ja? Vielen Dank, dass Sie uns empfangen. Wir würden auch nicht stören, wenn es nicht wirklich wichtig wäre für uns. Wir sind zwei Archäologiestudenten und würden uns gerne Ihre Buddha-Statue näher anschauen. Mein Kollege und ich, wir schreiben nämlich eine Semesterarbeit über die Kaiserzeit. Damals, als die Kaiser noch am Leben waren und so. Jedenfalls interessieren wir uns sehr für Ihre Kultur. Immerhin ist es ja schon mehr als 100 Jahre her. 这是我听过的最糟糕的谎言，在我叫人揍你们巴掌之前，你们还是自己滚蛋。 Was hat sie gesagt? Keine Ahnung, ich bin noch Koreaner, solltest du langsam wissen. Was seid ihr für Asiaten? Weiß ich nicht. Okay, Plan B. Was? Du kannst mal. So, nach her. Wie ich das machen könnte. Komm doch schnell, oder? Archäologiestudenten? Fällt dir nichts Besseres ein? Oh, shit. Ich hab was für dich. Läuft bei dir. Jetzt nicht mehr. Form? Ihr habt etwas, das wiederum ich haben möchte. Hä? Sie ist auch hinter dem Scheiß-Safe her. Eure Entscheidung. Ihr habt es anscheinend immer noch nicht begriffen, hm? Das Ganze hier ist dezent. Eine Nummer zu groß für euch. Stop! Stop! Stop!
Komm jetzt her mit den Koordinaten. Bravo. Ein grandioser Zug. Wie ich sehe, hast du gelernt, die Regeln für dein eigenes Spiel zu schreiben. Hast du wirklich geglaubt, ich bin eine Schachfigur, die du auf deinem Brett hin und her schieben kannst? So wie du es mit deinem Bruder gemacht hast? Wenn wir das nicht eingreifen, sind die Jungs am Arsch. Gott, das sind zu viele für uns. Wir sind verantwortlich für dich. Weißt du, ich habe immer damit gerechnet, dass irgendjemand seine dreckigen Finger nach meinem Archiv ausstreckt. Aber dass ausgerechnet du diejenige sein würdest, fast schon interessant. Aber ehrlich gesagt, du langweilst mich. Du musst Verstärkung. Ich versuche es abzugewinnen. Das ist Katastrophe. Polizei! Alle mal hübsch ruhig bleiben. Jetzt wird es noch so interessanter. Hast du ihr schon erzählt, wie dein Bruder gestorben ist? Was meint er damit? Schätzchen, bist du wirklich so naiv? Wie gesagt, ist ein mies bezahlter Job. Habe ich dir schon gesagt, wie die Geschichte mit meinem alten Partner gelaufen ist? Er war genauso ein korruptes Arschloch wie du. Wenn du noch was zu sagen hast, dann beeil dich. Glaubst du wirklich, dein Gabriel lässt meinen Kronzeugen gegen ihn am Leben? Du hast eben eine Sache leider übersehen. Dies ist immer noch mein Spiel. Du hast eben leider auch eine Sache übersehen. Dein Bruder war nicht nur ein besserer Mensch, hat auch besser gefickt. Come on.
dir gesagt. Du hättest es sein lassen sollen. Noch? Oh, ja, schon gut, Mann. Ach, lieber vorne. Sicher, ja? Alles okay? Wir sind da lang. Warum so niedergeschlagen? Komm, Papa. Fang! Chilla, was machst du denn hier? Ihr seid schon echt alle selten dämlich. Rüber da! Und jetzt ist Schluss mit der Kinderkacke. Mein Spiel, meine Regeln. Lebe für nichts oder stirb für etwas. Du entscheidest. Schweinebacke. Seid ihr okay, Jungs? Geht schon irgendwie. Das ist nur ein Durchschuss. Das wird schon wieder. Wir haben was für Sie. Fang in Ihre Tasche. Tja, geht's dir gut? Ja, alles gut, Bro. Bei dir? Ja. Und ich kann mir die Scheiße loswerden, Mann. Und das sind die Koordinaten. Ey, das kenne ich. Das ist die Laubenkolonie am Flughafen Tempelhof. Was noch eine Zusatzangabe? C13. Das wird die Parzelle sein. Jungs, ich hab noch was zu erledigen. Ich schicke ihn runter. Und, gute Arbeit, Jungs. Man muss sich das mal vorstellen. 20 Jahre lang konnte ich dem Schwein und seinen Handlangern nichts nachweisen. Und dann hielt ich plötzlich Gabriels Archiv in den Händen. Und mit diesem Archiv würde ich jetzt noch den ganzen Rest dieser korrupten Drecksbande hochgehen lassen. Wenn ihr also wissen wollt, wie ein glücklicher Bastard aussieht, dann schaut jetzt mal genau hin. Tja, das war's im Großen und Ganzen auch schon. Und was soll ich sagen? Nachdem ich diese gefühlte Ewigkeit alleine gegen einen Strom aus Scheiße geschwommen war, zeigten diese Jungs innerhalb eines Tages, worauf es wirklich ankommt. Sie hatten zusammengehalten, auf ihr Herz gehört und waren sich treu geblieben. Bis zuletzt. Mit dem Spruch habt ihr nicht gerechnet, oder? Hier hast du die verdient, Alter. Ja.
Shit. Diese Bastarde. Fuck. Ich hab so einen scheiß Hunger. Ich will sogar einen Döner essen. Hey, Form. Sag mal, hast du vorhin geweint, Alter? Was? Das stimmt. Du hast schon glasige Augen. Hast du? Jungs, niemals. Ja, ich dachte, wir holen ihn hier nicht raus. Ehrlich, Mann, hast du geweint? Klar. Fuck, mein Akku ist leer. Hallo? Hey Jungs, mit der Story werden wir Millionäre. Ich muss so schnell eine Produktionsfirma finden, Mann. Nur über meine Leistung, Mann. Was? Schlimmer als das kannst du nicht mehr werden. Ja, Mann, komm schon. Ich will raus, Jungs. Komm schon, Mann. Komm schon, komm schon, komm.